Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, Mr. Mike. Heute mal ein kleines Video über Kyrie Irving. Was ist los mit Kyrie Irving? Bevor es losgeht, dieses Jersey unten in der Videobeschreibung verlinkt, nur 30 Euro bei Amazon. Ich find's nice, ich find's zum Zocken perfekt. Genug Werbung. Kyrie Irving, habt ihr es mitbekommen, der war jetzt eine Zeit lang nicht mehr am Start. Niemand wusste, wo er war. Sein Team, Brooklyn Nets, konnten ihn nicht erreichen. Er ist nicht ans Telefon gegangen und dann jetzt im Nachhinein kam raus, er war bei seiner Familie. Seine Schwester hatte, glaube ich, Geburtstag. Und wenn ich jetzt irgendwelche Details falsch nenne, natürlich dürft ihr gerne in die Kommentare mich korrigieren. Kein Problem, passt schon. Ja, zwei Spiele war er nicht am Start. Glaube aber, ich habe was gelesen, dass er jetzt 5 Spiele insgesamt nicht da war. Aber für 2 Spiele muss er eine Strafe zahlen. Erstens mal müssen die Nets 50.000 Dollar zahlen für diese Strafe insgesamt, für ihn mit. Das ist in dem Verhältnis aber noch lachhaft, weil Kyrie Irving muss persönlich selbst für diese 2, nur für diese 2 Spiele, nicht für diese 5, für 5 ist noch heftiger, für diese 2 Spiele insgesamt 817.000 Dollar Strafe zahlen. Wo man sich natürlich jetzt denken könnte, ja, das sind für den jetzt auch eigentlich fast nur Peanuts. Obwohl es ist jetzt schon fast 1 Million. Das ist schon heftiger Batzen Kohle. Aber ich finde auch doch gerechtfertigt. Ich persönlich mag Kyrie Irving ja ohne Ende, weil Kyrie ist schon so eine Art Freigeist. Ne? Der macht einfach das, wo er jetzt gerade denkt, ja Mann, das will ich jetzt machen. Bei den Cleveland Cavaliers oder bei Boston ist er auch schon mal für ein paar Tage verschwunden. Keiner wusste, wer er war. Er hat sein Handy halt ausgemacht, hatte keinen Bock auf die Leute. Es ist krass, ich kann es auch so nachvollziehen, aber andererseits, ey, du hast einen der besten Jobs, die es wirklich auf der Welt gibt. Dazu noch einen der bestbezahltesten Jobs, den es auf der Welt gibt. Dann natürlich wieder das Ding, hey, du bist eine Vorbildfunktion, aber Mike, du weißt schon, dieses Moralapostel, diese Moralapostel-Kritik, ja? Weißt schon, es kommt immer sehr gut an. Ja. Klar, auch noch so ein Punkt. Und ich weiß nicht, was ihn da ab und zu reitet. Das wird wahrscheinlich niemand wissen, weil niemand kann in seinen Kopf reinschauen. Und ja, er muss das machen, wo er für richtig hält, für sich selber aus. Aber es ist natürlich echt eine krasse Sache, weil man sich echt doch denkt, ja, so ein Mensch in dieser Position darf sowas nicht machen. Kann sowas nicht machen, aber er macht es halt doch. Was schon krass ist. Und 1 Million, ja, wird den jetzt nicht jucken. Was war sein letzter Vertrag? 34 Millionen, 38 Millionen? Hat er schon an die 300 Millionen auf seinem Konto? Weiß ich jetzt gar nicht so. Könnte man gerne Details dafür geben. Daher 1 Million ist noch okay. Aber für jedes versäumte Spiel dann ausgerechnet 400.000 Dollar Strafe ist auf jeden Fall nicht zu wenig, würde ich sagen, oder? Da kannst du mir gerne mal Feedback geben. Es ist schon fast angemessen, so viel wie er verdient. Und man kann jetzt überhaupt gespannt sein, wie Kyrie Irving jetzt so mit den Brooklyn Nets überhaupt harmonieren wird. Ne? Jetzt sind 2 Spieler am Start, Kevin Durant und James Harden. Natürlich 2 sehr balldominante Spieler, wo man sich dann doch denkt, ah, Kyrie Irving wird jetzt wahrscheinlich in der Offense ein wenig zurücktreten müssen. Ja, von der Bank kommen, Alter, würde ich jetzt einschätzen. Müsste ein Kyrie Irving von der Bank kommen, weil Steve Nash so will, möchte, vielleicht auch noch als Bestrafung, weil jetzt 2, 5 Spiele nicht da war. Puh, ich weiß nicht, wie Kyrie Irving das so persönlich verkraften würde, ob er das wirklich so hinnehmen würde. Das kann gespannt sein. Und überhaupt, die ganze Season, Playoffs, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Kyrie Irving mal nicht so viele Minuten bekommt, wie Kyrie Irving selbst möchte, dann kannst du gespannt sein, wie er das wegstecken wird, weil das ist natürlich wieder diese Charaktereigenschaft von Kyrie Irving. Da kann alles passieren, meiner Meinung nach. Wenn er jetzt schon 2 Spiele... ich möchte nicht sagen nur wegen seiner Familie, weil Familie sollte doch immer an erster Stelle sein. Aber wenn du jetzt natürlich wenn du jetzt nur für deine Familie halt 2 Spiele sausen lässt und 800.000 Dollar dafür noch Strafe zahlen musst, ich denke, das hätte man mit Sicherheit anders lösen müssen eigentlich. Er hätte doch nur irgendwie sagen müssen, hey, ich möchte jetzt hier mit meiner Familie, mit meiner Schwester Geburtstag feiern.
mach doch irgendwas, sag doch, ich bin krank, ich bin verletzt, ich muss zwei Spiele aussetzen. Da hätten doch die New Jersey Nets mit Sicherheit, Brooklyn Nets, ich bin nicht mehr nur noch bei New Jersey, sorry, weil diese vielen Jahre bei New Jersey haben halt doch Spuren hinterlassen bei mir. Hätte sich doch bestimmt irgendwie was deichseln können, ne, oder? Das ist doch wichtig. Das ist für das ganze Team, fürs Management doch auch wichtig, dass sie dafür sorgen, dass der Spieler immer glücklich ist. Und wenn sie wissen, hey, wir können jetzt hier Kyrie Irving damit glücklich machen, dass er jetzt hier mal für ein paar Spiele verschwindet, inoffiziell, dann würden die das doch machen und würden irgendwie was falsch rausgeben. Ja, was natürlich auch so eine Sache ist, er war bei dieser Familienfeier und er wurde angeblich dabei gefilmt, wie er ohne Maske mit zig Leuten unterwegs ist. Corona-Test hat er, glaube ich, schon gemacht, kam raus, er ist negativ, zum Glück, weil wer weiß, was sonst los wäre. Man kann echt einfach nur gespannt sein, was jetzt noch kommt. Deshalb New Jersey Nets, die Brooklyn Nets, sorry, sehr witzig, die Brooklyn Nets, das Team, das man wirklich im Auge behalten sollte, nicht nur spielerisch wegen diesen drei Superstars, ey, die Offense überhaupt, mega geil zum Anschauen, nein, auch das, was hinter den Kulissen abgehen wird, da wird bestimmt, ey, da würde ich alles drauf wetten sogar, da passiert doch irgendwas. James Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving, ey, diese charakterstarken Persönlichkeiten, ey, sei gespannt. Und Steve Nash, Alter, Steve Nash als Coach, wie wird der das handeln? Kann er die handeln? Kann die überhaupt jemand handeln? Wollen die gehandelt werden? Das wird so nice, ich sag's euch, das wird so super nice. Ja, Mann. Brooklyn Nets, Baby. Mega geil. Also, ey, gebt mir Feedback, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.